glaube, ich fange einfach mal an. Ich sag mal, hallo zusammen und hier bin ich wieder. Ja, ich habe mir tatsächlich mal heute so einen kleinen Plan gemacht und ein Skript gemacht, so ein bisschen zumindest, damit ich nicht immer ein paar Punkte vergesse anzusprechen irgendwie, die ich eigentlich erzählen wollte. Es fällt mir nämlich meistens immer erst am Ende ein, wenn ich fertig bin. Okay, bla bla bla. Ich begrüße euch. Herzlich willkommen auf meinem Kanal 35 Street. Ja. Heute ist der, wenn ich mich nicht irre, ist heute der 20. Dezember, und wenn ich richtig rechne, zeige ich noch 4 Bilder, sind noch 4 Tage über, außer heute natürlich. Dann würde ich allerdings auch wirklich Schluss machen, weil ich kann hier nicht die Weihnachtstage damit verbringen und Videos aufzunehmen und zu schneiden und Musik auszuwählen. Also die Musikauswahl, ne? Ihr glaubt nicht, was das für eine Zeit in Anspruch nimmt, da so einen passenden Track zu finden, der vielleicht auch so ein bisschen mit dem Inhalt passt. Da könnte ich eine halbe Nacht vorsitzen irgendwie. Ja, und da sind wir eigentlich auch schon ein bisschen bei meinem Thema heute, denn es geht ein bisschen um das Thema Musik. Es geht nachher natürlich zu einem Bild über. Ich zeige hier ein Bild, oder ich zeige heute wahrscheinlich wieder 2 Bilder, aber ich nutze den Kanal hier auch so ein bisschen, um halt meine Fotos zu zeigen und auch eigentlich auch ein bisschen aus meinem Leben zu erzählen, weil die Dinge sind eigentlich nicht voneinander trennbar. Also das, also für mich ist das total wichtig, wenn man das mit sich selbst verbindet, wenn man da irgendwie seine Seele reinsteckt in die Fotografie. Musik, also ich denke, viele, die mich kennen, wissen, dass ich auch noch Musiker bin. Ich spiele seit 1986 in einer Coverband und wir waren tatsächlich bis Februar diesen Jahres noch richtig gut gebucht, haben richtig gut gerockt und gepoppt und so weiter. Ich bin Drummer und ich singe auch. Ja, man soll es nicht glauben. Nein, es gibt keine Kostprobe hier. Braucht ihr auch gar nicht in die Kommentare schreiben. Also wer mir erst seit dieser Fotozeit hier folgt, dem sei gesagt, Fotografie mache ich eigentlich noch nicht mein ganzes Leben. Das mache ich kürzer als ihr denkt. Aber Musik war einfach immer Kern meines Lebens. Das hat damit zu tun, dass mein Vater auch Musiker war. Er war Gitarrist in der Band und wir sind damit aufgewachsen. Ich meine, ich habe das auch schon mal erzählt. Mittwochsabends, Mel Sondags Hitparade. Ohne dem lief gar nichts. Und ich durfte dann auch mal irgendwann die Record- und Pause-Taste drücken und ja, bei Klein Ralfi gab es nur Musik, ja, also Platten aufgelegt. Mein Vater hat natürlich die Beatles verehrt. Mein Vater ist in den 60s groß geworden und das hat mich auch musikalisch total geprägt. Die 60s, er hat die Beatles geliebt und das tue ich auch ohne Ende. Und von allen 4 Mitgliedern ist einfach Paul McCartney mein absolutes Idol, mein Hero forever, ist der Beatle, mit dem ich mich am allermeisten identifiziere. Und aktuell ist sein neues Album erschienen. Das ist hier keine Werbung oder sowas, aber er hat tatsächlich jetzt im Lockdown ein eigenes Album wieder rausgebracht, bei dem er jedes Instrument selber spielt. Wow, also ich
kann die Trommeln bedienen, aber dann hört es bei mir auf. Und ja gut, das zum Thema Paul McCartney. Queen war auch ein Riesenthema in meinem Leben. Mein Vater liebte die Band. Und ich kann mich genau erinnern, ich war Teenager, ich war 17 und meine Eltern haben uns Tickets gekauft für die Kind of Magic Tournee im Müngelsdorfer Stadion. Und Leute, was soll ich euch sagen? Meine Schwester und ich und meine Eltern, wir standen 10 Meter vor der Bühne, als Freddie Mercury da seine Krone aufgesetzt hat und ganz, ganz großen Einfluss auf mich. Jetzt muss ich aber langsam mal zum Foto kommen. Musik. Eigentlich reichte die Zeit gar nicht aus, um immer alles ausschweifend zu erzählen. Ich versuche das ein bisschen kompakter zu halten. Musik hat ja auch sehr viel mit Fotografie zu tun. Es ist ja quasi artverwandt. Es gibt da genauso eine Komposition, es spielen da genauso Message und Gefühle und Dynamik und Stimmungen spielen eine sehr große Rolle. Ausdruck und so weiter. Und ja, das ist sehr verwandt und vielleicht auch klar, dass ich mich da auch sehr gut wiederfinde in der Musik. Fotografisch möchte ich heute dieses Bild zeigen hier. Es trägt den Titel Beat of Life, so habe ich es genannt. Und es ist wieder eine Szene, die sich eigentlich, mein Gott, die hat sich so angeboten, da auf den passenden Protagonisten zu warten. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, mein Gott, das ist jetzt aber auch, das ist auch nicht schwer irgendwie. Nee, wenn die passende Person kommt und du hast irgendwie eine fotografische Vision, das zusammenzubauen, dann ist das auch nicht schwer, ja. Das hier sind zwei Silhouetten in den Scheiben. Denke mal, das ist irgendwie eingeklebt. Einer hat eine Violine und hier hat einer ein Saxophon. Ja, und für mich war eigentlich klar, dass ich da auf den passenden Menschen gewartet habe. Als erstes dachte ich natürlich, jetzt müsste der total abgeranzte Straßenmusiker kommen mit seiner Klampfe so und geht dann so durchs Bild und ja. Aber wie das halt immer so ist, wenn du auf so jemanden wartest, der kommt einfach nicht. Ja, das kenne ich leider zu oft, dass ich so Ideen habe für eine Geschichte, für das passende Puzzlestück und der kommt einfach nicht. Und so habe ich sehr viele Sachen ausprobiert mit anderen Protagonisten. Da habe ich auch sehr lange gewartet an dieser Stelle. Und was soll ich sagen? Erst zu Hause am Computer habe ich gesehen, okay, das hat hier gepasst, das hat nicht gepasst, und ob meine Idee funktioniert. Und so habe ich ziemlich viele Menschen aufgenommen, wo ich eine Idee hatte, was passen könnte. Aber es ist oft so, am Computer erst kommt alles zusammen, ich sehe die Szene und kann mich ganz langsam zurücklehnen und ja, das hat für mich hier wunderbar funktioniert, ja. Die Dame ist schwanger, sie hat die Augen geschlossen und ich stelle mir halt vor, sie und ihr Baby hier, sie genießen hier den Sound. Das ist natürlich in meiner Vorstellung für das Bild so. Ja, und also das ungeborene Leben hier mit der Musik zu verbinden, Leben und Musik, das ist, also für mich greift das irgendwie ineinander. Also ich finde das einfach wunderschön. Beat of Life finde ich ein toller Titel. Ich glaube, dabei belasse ich es heute einfach mal. Ich zeige nur ein Bild, denn ich wollte eigentlich zu etwas überleiten, aber da kommen wir nächstes Mal zu. Ja, ich habe lichtmäßig hier so ein bisschen was verändert. Ich spiele hier so ein bisschen rum mit so ein paar Konstellationen, einfach nur, weil es mir Spaß macht. Und probiere so ein paar Sachen aus. Das ist einfach alles. Und ja, ansonsten,
war ein schöner Tag heute. Wir haben einen tollen Spaziergang gemacht. Meine Tochter ist richtig gut drauf heute und ich sag einfach mal Tschüss, bis morgen.